den Medien spielt das Thema Datensicherheit zurzeit eine große Rolle. Welche Daten gehören verschlüsselt? Grundsätzlich denke ich alle Daten. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, aus Prinzip sollte ich als Anwender oder als Unternehmen immer die Kontrolle darüber haben, welche Daten darf wer von mir sehen und welche nicht. Wenn ich zum Beispiel an das Thema E-Mail denke, dann gibt es ja auch im Gesetz verankert zum Beispiel ein sogenanntes Vermeldegeheimnis, was meine persönlichen Daten schützt. Und das, denke ich, sollte auch in der IT umgesetzt werden. Durch die NSA-Affäre sind Verschlüsselungstechnologien in Verruf geraten. Sollte man es trotzdem tun? Ich denke, dass man keine hundertprozentige Sicherheit erreichen kann. Das wird nicht funktionieren. Aber man kann dafür sorgen, dass zumindest wichtige Firmendaten so unter Verschluss bleiben, dass möglicherweise andere Firmen keine Industriespionage betreiben können. Dafür gibt es natürlich wirkungsvolle Verschlüsselungstechnologien, die nach wie vor auch eine entsprechende Sicherheit, ein entsprechendes Maß an Sicherheit bieten. Und diese sollte man genau gezielt einsetzen. Welche Lösungen fallen Ihnen hierzu ein? Ich würde hier ein sogenanntes Mail-Gateway empfehlen, was auf der einen Seite installiert wird und so die Kommunikation in beide Richtungen gewährleistet. Ganz konkret würde mir hier der Hersteller Zmail einfallen, der ein solches Mail-Gateway im Angebot hat und wir von der CANCOM dieses auch im Portfolio haben und anbieten.